Hallo ihr Lieben, heute mal wieder ein Video. bekam ich gestern, das ist Beauty Love. Das kommt alle 2 Monate und kostet, ich glaube, es kommt 34 Euro. Ja, was kann man dazu sagen? Alle gehören zusammen, zum Beispiel dieses hier. Und ich glaube, die Pink Box gehört dazu und Brigitte Box, in Style Box, die gehören alle unter dieselbe Haube. Ziemlich schwer, bin mal gespannt. Das ist eigentlich eine recht gute Box normalerweise, mit vielen verschiedenen Sachen drin. Okay, mal gucken, was es heute gibt. Heute, so sieht es aus. Okay, das Motto, always, always you. Und, okay, da gibt es Preise drin, super. Das ist immer gut. Und dann haben wir noch einen Coupon. Okay, Brille auf. Sieht voll aus, ja. Erste, was ich hier sehe, ist Sassy Beauty. Und was ist das? Mini Kabuki Brush with Soft Full, what? Ja, habe ich nicht eine noch da, eine Kabuki Brush. Ist ja wirklich klein. Dann, ja, schon kaputt gemacht, das äußere. Wow. Okay. Och ja, wie süß. Oh, ist die goldig. Ist ja so goldig. Ja, ich nehme die Kabuki Bürste normalerweise, wenn ich bake, ne? Hier und hier, so, und dann mache ich das weg, das Puder mit diesem. Das ist so süß. Gefällt mir. Okay, Annemarie Borlin. Da habe ich also aus der Apotheke was gehabt von ihr. Ich glaube, das Foundation war wirklich gut. War eine teure Marke, aber gut. Intensivpflegekapseln. Oh, fürs Gesichtsöl für die Nacht. Oh, schön. Ich mag Öl. Mag ich sehr gern. Dann haben wir mal, na, das ist eine Tube. Anders wie bei Look Fantastic. Zen of Scent. Oh, Duschgel. Body and Hair. Das mag ich nicht. Die Haare sind nicht, das ist nicht dasselbe wie für den Körper, finde ich. Oh, wow. Limette. Wow. Das ist ja wirklich extrem, wie das riecht. Und das ist, ich nehme an, das heißt Zen to Scent. Okay. Das war Nummer 3. Dann, was ist das? Reface Sleep and Peel Overnight Serum von Madara. Das kenne ich auch, habe ich auch schon bekommen, aber das kenne ich nicht. Dull Skin Wrinkles and Pigmentation. Perfekt. Pigmentation wie das. Ich habe noch ein paar. Ich habe hier noch ein hartnäckiges und hier. Das will nicht weggehen. Der Rest habe ich ziemlich wegbekommen mit Vitamin C. Mal gucken, wie das aussieht. Das nehme ich auf jeden Fall. Ja, das ist eine gute Tube. Guck mal. Das ist bestimmt nicht billig, aber man sieht, es ist noch voll bis hierher. Okay. This refined serum works to diminish signs of aging while you sleep. Oh, that's perfect. Perfekte Mundo. Huh? Gut. Das ist bestimmt nicht billig. Okay, was ist noch da? Noch eine normale Tube. Oh, das kann ich auch nicht. Lindesa. Save the Bees. Oh, how nice. Hautschutz und Pflegecreme mit Bienenwachs. Wow. Da kommt das bestimmt zu. Ich bin ein Siegel. Oder? Nein, nicht mal. Ich benutze das. Das gebe ich bestimmt nicht weg. Ich mag solche Sachen. Besonders, wenn sie so natürlich sind. Oh, das riecht wie Seife. Riecht genau wie Seife. Wow. Okay, also Lindesa. Wo kommt denn das her? Aus Köln. Made in Germany. Wow, wie Seife. Interessant. Oh. Guck mal. Oh my, Dr. Lip Original. A Nipple Balm for Dry Skin. Luscious Lips and Glossy Bits. Original Nipple.
Nipple Balm. Gucken, hat das eine Farbe? 100% nur. Ah, das ist noch zu. Ja, okay. Für die Lippen. Das ist eine. Eine Palette drin heute. Oh, wow. Was ist das? Pure Glow Palette. Oh, Sassy Beauty. Ach, das. Das gut. Ups. Das gehört zusammen. Süß. Mal gucken. Und was ist denn drin? Clean Beauty Versprechen. Okay. Mal aufmachen hier. Raus. Dann kommst du raus. So, wunderbar. Oh, toll. Schön. No mirror, yes. Because clean beauty also means clean packaging. Okay. Highlighting. Highlights. Very nice. Ich mache es aber jetzt noch nicht meine Finger dran, weil ja, ich habe die andere noch. Das ist schön. Ja. Oh, und jetzt ziehe ich noch was ganz, ganz Schönes. Und zwar ist das ein kleines, heißt Notizbuch. Buch. Wow. Guck mal an. Ich glaube, das ist das letzte dann, ne? Ja. Mal weglassen hier. Ach, das ist aber hübsch gemacht. Guck mal an. Ach, das ist wirklich von Gro. Was ist das hier? Oh, 10 Euro. Kostet das meistens dran. Sehr schön. Also das gefällt mir wirklich gut. Das Gold. Ja. Ja, schön. Hat einen Faden drin. Gut. Also das finde ich schön. Kann man brauchen. Hm. Okay. Mal gucken, was das alles kostet. Huh? Okay. Fangen wir an mit dem Sleep and Peel Nachtserum von Madara. Ja, Full Size. 44,90. Wow. 44,90. Okay. Das kostet 10 Euro mehr wie die ganze Box. Okay, dann die Sassy Beauty Pure Glow Palette kostet, wow, die ist ja teuer, 34,90. 28 Gramm, wow. Wow, wow, wow. Meine Herren, okay. Und die kleine, das ist ja ein Witz, die kleine kostet 12,90. 12,90. Wow, das ist doch mal teuer. Das ist also wirklich eine teure Marke. Und das kleine Lip Balm, nimm hier. 4 Milliliter, 4,99. Okay. Okay, die Hautschutzcreme, ja, die riecht wirklich wie nach Seife. Oh, das geht ja noch an. Wie viel sind das? Das Klassiker, ja, das habe ich, Natur gibt es auch noch. Dieses kostet 3,80. Okay, und das ist eine gute Größe. Das Scent of Scent, wow. Das hier, Duschgel, Body and Hair, 200 Milliliter, 9,90. Wow, heute ist, also ich muss sagen, das ist eine tolle Box, finde ich heute. Und dann Grohverlab, das, okay, hier heißt, also hier das Notizbuch mit Softcover. Und interessant, ja, hier, die sagen 4,50, aber hier unten steht 9,99. Okay, und dann gab es noch, was gab es noch? Die Ave Maria, genau, das hier noch. Und wie viel kostet die jetzt? Ja, 29,95. 50 Kapseln, das reicht für eine Weile. Wow, wirklich. Ha. Tolle Box, oder? Also ich finde, es ist auf jeden Fall die 34 oder 35 Euro alle 2 Monate wert. Ganz toll, da freue ich mich mal auf die Box. Gut, ja, ich rechne dann alles zusammen, so, dass man wirklich mal sieht, was das Ganze wert war. Okay, das war's für die Beauty Box, Beauty Love Box. Und jetzt mache ich noch die Medusa. Das ist aus Amerika, aus Kalifornien, glaube ich, kommt die. Das kommt in einem, kommt nicht in einer, in einer Box, sondern in einem Umschlag. Und ja, das war's
für diese Box dann. Ich sehe euch im nächsten Video. Tschüss.